So, die nächste Frage in der Online-Sprechstunde von Cybert Media, die im Vorfeld uns herangetragen wurde. Tatsächlich wartet die auch schon so ein bisschen auf Beantwortung. Insofern freue ich mich, dass ich gerade die Gelegenheit habe, das jetzt zu bearbeiten. Blende ich kurz ein. Unsere Office-Integration mit Confluence funktioniert nicht richtig. Einer Ihrer Mitarbeiter sagte was von langen Pfaden und Webdav. Wie lösen wir das Problem? Das ist, glaube ich, auch schon eine Übersetzung von einem Mitarbeiter von uns. Und also die Frage rührt daher, dass ein Kunde also die Wiki-Software Confluence einsetzt und irgendwie seine Word-Dateien oder seine PowerPoint-Dateien oder Excel-Dateien aus Confluence nicht aufmachen, verändern und darin zurückspeichern kann. Und offensichtlich liegt das an irgendwie langen Dateipfaden. Und das muss man, glaube ich, technisch ein bisschen erklären. Und da ich ja nur der Dampfplauderer von Cybert Media bin und technisch nicht so viel Ahnung habe, mögen mir die Techniker verzeihen, wenn ich da jetzt hier das ein oder andere Ungenauigkeit in die Erklärung einbaue. WebDAV ist ein Protokoll, das überhaupt erst ermöglicht, dass man in dem Wiki Word, Excel, PowerPoint öffnen, ändern und direkt wieder zurück speichern kann. Das funktioniert nämlich so, dass dieses WebDAV-Verzeichnis wie eine virtuelle Festplatte von Ihnen funktioniert. Und wenn Sie jetzt ein Word-Dokument aus dem Wiki aufmachen, wird das auf dieser virtuellen Festplatte, so wie C-Doppelpunkt, dann halt sagen wir mal O-Doppelpunkt, aufgemacht. Und wenn Sie die speichern, wird das auf dieser Festplatte wieder zurückgespeichert. Nun, diese Festplatte ist das Wiki. Sie können sich das also so vorstellen, dass der Browser gemeinsam über dieses WebDAV-Protokoll so tut, als hätte er eine eigene Festplatte auf ihrem Rechner installiert. Wenn die Dateinamen auf dieser Festplatte zu lang werden, dann gibt es Probleme beim Speichern. Das hat sowas mit dem WebDAV-Protokoll zu tun, mit dem Browser. Keine Ahnung, schieß mich tot. Also das weiß ich nicht genau, womit. Jedenfalls lange Dateipfade sind ganz doof. Lange Dateipfade entstehen dadurch, dass sie lange Wiki-Dokumente erstellt haben. Denn die Struktur in diesem WebDAV-Verzeichnis für das Confluence wird aufgebaut aus dem Space, den Sie haben, und der Hierarchie der Wiki-Seiten. Wenn Sie jetzt also einen Space und eine 5 Stufen tiefe Hierarchie von Wiki-Seiten haben, haben Sie den Space-Namen als Verzeichnis und dann jeden Namen, also die ganzen 5 Namen der Wiki-Dokumente. Und dahinter liegt dann die Word-Datei, die Sie aufmachen wollen. Das kann ein sehr, sehr langer Pfad sein und das sorgt dann für Probleme. Das ist gut, ist schön, gut, jetzt habe ich verstanden. Also langer Dateipfad führt zu einem Problem. Was soll ich denn eigentlich machen? Das ist ja hier auch die Frage, wie lösen wir das Problem? Die einfachste Möglichkeit, ohne da anzufangen zu programmieren, ist kurze Dateipfade generieren. Das heißt, in den Spaces nicht so tief verschachteln. Das heißt also, wenn Sie da mit Word-Dokumenten arbeiten wollen, dann verschachteln Sie nicht in 5 Stufen, sondern nur in einer. Und was Sie auch noch zusätzlich machen können, halten Sie die Dokumententitel, die Wiki-Seitennamen kurz. Dann werden die Verzeichnisnamen für die WebDAV-Veränderung nicht so lang. Das sind jetzt nur Workarounds. Insgesamt gibt es auch bei Atlassian mit Sicherheit einen Bug zu dem Thema. Habe ich jetzt hier leider keinen Link zur Hand. Aber wenn Sie diese zwei Sachen befolgen, sollten diese Probleme schon behoben werden können. Nicht so tief die Wiki-Seiten verschachteln und kurze Namen für Wiki-Seiten verwenden. Achten Sie trotzdem darauf, dass Sie eindeutige sprechende Namen haben und nicht irgendwelche Hieroglyphen, mit denen kein Mensch was anfangen kann. Aber also wenn Sie das nicht so tief verschachteln und kurze Namen verwenden, dann sollte sich dieses Problem in Luft auflösen. Ist, denke ich, ein ganz wirksamer Workaround und beantwortet hoffentlich diese Frage hier. Unsere Office-Integration mit Confluence funktioniert nicht richtig. Einer Ihrer Mitarbeiter sagte was von langen Pfaden und WebDAV. Wie lösen wir das Problem? Wie gesagt, weniger Verschachteln von Wiki-Dokumenten, kürzere Namen für Wiki-Dokumente und natürlich auch für die Dateien verwenden. Alles klar? Danke. Bis dann. Tschüss.